It's Friday again. Denn Saturday, Sunday, what? New games for my Sammlung. Nee, neue Spiele sind bei mir eingetrudelt. 10 Stück, mal bestellt, mal gefunden. Und die schauen wir uns direkt heute mal an. Starten wir mal mit einem Gameboy-Titel. Ja, der in der Grabbelkiste eigentlich oft zu finden ist. Meistens für einen schmalen Kurs, für 3 Euro rum. So viel habe ich auch wahrscheinlich bezahlt. Es ist schon wieder einige Wochen her, aber Nintendo World Cup. Ja, Nintendo World Cup hier, typisches Fußball. Man kennt es ja auch vom NES dann schon damals und auf dem SNES gab es dann Super Soccer. Das waren dann diese ganzen Fußballspiele, diese ganzen, ich sag mal, Vorreiter von FIFA, von Pro Evolution Soccer, mehr oder weniger. Aber ja, typisches Fußball auf dem Game Boy. Ja, kann man mal spielen, kann man mitnehmen und ich denke mal auch schon geil. Nein, fürs Nintendo-Ding, ich habe jetzt hier Tetris, F1 Race und ja, Tennis. Golf gibt es zum Beispiel noch, das kann man sich mal angucken. Habe nochmal meine GameCube-Sammlung aufgestockt, habe sogar weniger Spiele als zu meinem alten Sammlungsvideo, jetzt nur noch 25, ja ein paar verkauft, aber zwei neue einmal. Final Fantasy Crystal Chronicles, ja für 10 Euro, das ist ja gar nicht mal so teuer, man denkt ja, das sind so krasse Titel, nein. Aber man kann hier sogar seinen Game Boy Advance SP anschließen für so einen Multiplayer-Mehrspieler. Krass. Und ist das nicht so ein Ding, was es nur auf dem GameCube gab? Klappt mich da mal auf. Ich glaube ja. Und genau hier, das ist diese Verbindung mit diesem Linkkabel da, was es früher gab hier. Begleite eine Kristallkarawane. Ich kann nicht mal nicht lesen. Meine Güte. Aber ja, das ist dieses Spiel. Wieder so ein großer Epos oder was? Naja, nimmt man mal mit. Als nächstes so ein abgeranztes, ja, Resident Evil 4, aber die CD sieht gut aus, das Spiel kann man spielen. Hier habe ich auch erst gedacht, das ist komplett dreckig und alles, aber nee, das ist so vom Design her, hier drinne. Hier sind ja diese zwei CDs drin. Ich glaube, hier gibt es so eine Installiert-CD und dann noch eine zum Spielen oder was. Keine Ahnung, auf jeden Fall braucht das ja ein bisschen was an Speicher. Gibt es ja auch auf der PS2, aber ich wollte die alle eigentlich auf dem GameCube. Es gibt ja noch Resident Evil und Resident Evil Zero. Ja. Das ist auch ganz gut hier. Du dachtest, nichts könnte dich mehr schocken. Du dachtest, du kannst alles überleben. Das dachtest du also. Gibt ja auch den achten Teil mittlerweile. Für 25 Euro schon gesehen. Also. Jetzt habe ich nochmal PS2-Spiele. Ja, ich habe nämlich jetzt gedacht, okay, damit wir ein bisschen was haben hier an Spielen, weil es doch nicht so viele waren, nehme ich die jetzt doch mal mit rein. Dann seht man es halt dann im Sammlungsvideo nochmal. Ich habe mir einmal ein Upgrade gegönnt und das ausgetauscht gegen meine GameCube-Version und zwar Disney Pixar Cars. Interessant, Disney Pixar Cars, denn jetzt kommt's. Die Version, die läuft tatsächlich flüssig und ich hatte auf dem GameCube Probleme. Einmal die ewig langen Ladezeiten, die ja auch lang sind, aber auch gefühlt kommt mir so vor, als wäre es gar nicht so krass lang. Und dann eben noch so ein paar Bugs. Ich weiß auch nicht, auf dem GameCube, das war so ganz komisch. Da hat man auch manchmal keine Musik gehört. Hier die CD mit ein bisschen Staub. Und keine Ahnung, das konnte dann nicht alles darstellen und das war irgendwie ganz komisch. Aber hier auf der PS2 läuft das gut, auch gar nicht so billig. Teilweise, für 10 Euro zumindest. Das ist kein Ding, was man hier irgendwie für 2 Euro rausschmeißt. A few moments later. Jetzt haben wir noch zwei teurere Dinger. Ich habe mir jetzt Mohun Fun Car 2008 geholt. Das habe ich für 13 Euro zwar nur gekauft, aber das gibt es auch durchaus, wenn man das im guten Zustand haben will. CD perfekt für 30 Euro. Das habe ich mir damals im Kaufland, aber auch schon vor vielen Jahren mal als Kind mitgenommen, weil ich kannte das immer noch vom PC. Und da waren wir dann so einkaufen. Das war auch irgendwie in so einer Krabbelkiste und da habe ich das mitgenommen. Und die Version ist ja auch gut, Ladezeiten zur Strecke ein bisschen, aber hier kannst du ja eben nicht nur das rote Kart fahren, je nachdem wie du dich platzierst, fährst du halt eben und ja, es gibt die typischen 7 Charaktere, 8 Strecken, legendär brauche ich nichts zu sagen, gibt es jetzt auch das Remaster und fett. Jetzt so ein Ding, ich mache da wirklich kein Geheimnis draus, das habe ich jetzt gekauft für 15 Euro, gibt es auch durchaus mal für 30, aber der Zustand ist schon gut und zwar Winx Club von Konami. Ja, damals hat man wirklich im Fernsehen geguckt, was lief. Also bei mir war es zumindest so. Und ja, ich mache da wirklich kein Geheimnis draus. Und die ersten, ich sag mal, so der Anfang, die ersten 3 Staffeln waren schon geil. So immer viel später hat man dann so richtig dieses krasse 3D und alle Charaktere wurden so richtig bunt und was weiß ich. Keine Ahnung. Aber wir haben hier nicht nur die Anleitung, nämlich ein doppelseitiges Poster noch. Einmal hier nur Blumen und dann hier nochmal mit allen Charakteren von der ersten Staffel zumindest. Und ja. Ich weiß, jetzt fehlen Zeug und sowas, aber das Ganze drumherum und so, das war eigentlich nicht schlecht und man hat sich's mal angeguckt, also ist schon interessant und ich denke mal, das Spiel auch, das
dürfte gar nicht mal so schlecht sein, wenn es schon bei den Preisen so ist, sonst würde man es ja auch für 2 € verschleudern, oder? Es gibt so ein Phänomen in meinem örtlichen Müller, zumindest empfinde ich das so, denn da lag nämlich lange Zeit ein Spiel über viele Jahre und es hat keiner gekauft. Ja, ich habe es eigentlich auch nie gekauft, weil ich konnte es ja nie spielen. Warum soll ich es mir jetzt holen, nur damit ich es nochmal eingeschweißt habe? Ja, jetzt habe ich es eingeschweißt mit der Option, ich könnte es spielen und habe es dann auch mitgenommen. Hitman Absolution. Ja, das hat auch ein bisschen so den Grund, weil dieser Xbox 360 Store, der wird ja geschlossen und dann gibt es einige Retail-Spieler, die ein bisschen teurer werden. Ich habe schon einen Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen für 50 € gesehen und deswegen habe ich mir das hier eingepackt. Die PEGI-Version, aber sogar hier mit deutschem Text. Ich finde das immer gut, sowas hier. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Schöne Option. Vielleicht wird das auch mal teurer. Ja, kann man natürlich drauf schielen, aber gut, jetzt ist es weg. Jetzt habt ihr euer Spiel los. Ich habe es gekauft. Wow, wer weiß, wie lange das noch da gelegen hätte. Kommen wir zur aktuellsten Konsolengeneration und da habe ich tatsächlich nur 3 PS5-Spiele auf der Switch. Ja, da habe ich genug Spiele, da will ich erstmal was nachholen, so ein bisschen, statt mir was Neues zu holen. Es gibt ja tatsächlich noch ein paar neue Mario-Titel, die ich gar nicht in der Sammlung habe, aber erstmal anderes Zeug, ne? Bei der Xbox One Series X, ja, da kann man nur auf die Exclusives gucken. Man müsste sich entscheiden, kaufe ich es mir für die Xbox oder für die PlayStation. Ich habe es für die PlayStation und zwar das erste hier. Star Ocean, The Diving Force, kann ich mich kurz halten, weil das habe ich ja schon mal gezeigt in dem Video, was ich noch spielen will. Großes Rollenspiel, Epos und ja, nimmt man einfach mal mit. Für 15 € gekauft und da gibt es ja noch das andere. Ich bin gespannt. Dann noch Sackboy Big Adventure für 22 € gekauft. Es gab so ein Schnäppchen. Da gab es einmal so eine Woche in dem Mediamarkt, da wurden die verschleudert. Da gab es Demon's Souls für 30 €, God of War Ragnarok für 35. Das war alles so billig, aber man kann ja nicht alles mitnehmen. Und das war hier das Billigste und da habe ich es mal mitgenommen, weil ich wollte sowieso mal haben irgendwann. Das ist so ein Jump'n'Run-Verschließ in Richtung Super Mario, denke ich mir mal. Little Big Planet, wer kennt das noch? Naja, ich habe den 18er und 19er Teil noch auf der Nintendo Switch gespielt. Für meine Verhältnisse sogar übermäßig viel. Damals noch unter anderem Namen. Mittlerweile sind wir auf der PS5 mit EA Sports Football Club 24, FC 24. Ja, auf der Switch gab es ja bis zum 23er dann ab 2020 bis 23 immer diese Legacy Editions, ja. Jetzt gibt es zwar auch die normale Edition, aber da weiß man ja nie, wie das so läuft. Das könnte auch der letzte Rotz sein. Und das gab es so um die 20 €. Etwas drüber, etwas drunter und in mehrererlei Hinsicht interessant. Jetzt nicht nur wegen der Grafik, sondern Wolfuß und Frank Buschmann, ja, Buschi. Die sind jetzt das letzte Mal als Kommentatoren dabei. Ab nächstes Jahr gibt es dann neue, die hören auf. Was weiß ich? Naja, mal gucken, was da kommt. Aber zum 18er Teil nicht wirklich geändert. So ein paar andere Sprüche, ja, aber das war es dann auch schon wieder. Naja, man nimmt es aber trotzdem mal mit. Für nebenbei kann man das immer mal ein bisschen spielen. Das war's. Wieder mal so ein paar Dinger mitgenommen. Ich bin gespannt. Es geht ja langsam aufs 500. Spiel zu. Oh mein Gott, das wird erst noch krass, ey. Sag ich euch, wie es ist. Aber bis dahin ist, denke ich mal, noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.